Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute auch eine Betonage beim B14 Straßentunnel bzw. Verlängerung der Überdeckung vom Gebhard-Müller-Platz ganz da hinten. Und rechts sehen wir noch die Pumpe beim Planetarium bzw. beim Planetarium vorbeischauen für den Personentunnel, wie gerade veröffentlicht, Notausgang Süd, Bahnsteig 2. Hier die Verfüllung vom Stadtbahntunnel. Und mittig im Bild die rechte Stützwand, von uns aus gesehen rechts. Ja, und die linke ist im Moment noch der Baustellenverbau. Und sobald das hier alles gebaut ist und Fahrspuren dann verlegt werden können, dann kann man die linke Seite. Ich hoffe, ich habe jetzt rechts und links nicht falsch gesagt. Also, jetzt sehen wir gleich längs dieser rechten Stützwand, der Seitenwand für die Rampe. Und links die beiden Fahrspuren im Bild kann man dann hier runter verlegen, sobald das fertig ist. Dann kann man den Verbau verlegen, hier rüber und die rechte Seite bauen. So, hier gibt es Nachschub. Viel einfacher wäre es natürlich, man würde es komplett öffnen und in einem Stück bauen, aber dann wären halt die Fahrspuren alle weg. Deswegen der Kompromiss mit mehrmaligem Versetzen von den Hilfswänden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.